Ich kann nicht hohe Renditen haben wollen, aber kein Risiko eingehen. Wo soll es denn herkommen? Ich kann nicht viel verdienen wollen, aber nicht hart arbeiten wollen. Wo soll es denn herkommen? Ich kann nicht sagen, hey, ich mache da ganz einfach stupide. Ich möchte zwar einen super glücklichen Berufsalltag haben, aber so eine TAM, nö, das ist nichts für mich. Wo soll es denn herkommen? Um eine Botschaft abzuspeichern im zentralen Nervensystem, müssen wir einen konkreten Handlungsimpuls geben. Wir müssen konkret etwas tun. Das, was wir immer am Anfang tun können, ist einfach die Verpflichtung. Worüber wir hier sprechen, ist etwas ganz Einfaches. Das ist der zentrale Punkt unserer Lebensplanung. Ob wir bereit sind, ein Ziel zu isolieren und zu verpflichten und dann eine TAM festzulegen. Es ist immer dasselbe. Und dann gibt es drei Gründe, warum man das möglicherweise aufschiebt. Der erste Grund ist, dringende Dinge fressen uns auf. Wer kennt das? Der Tag ist so voll, wann soll ich da die Koffer noch reinpacken? Das kennen wir. Ja? Und dann ist es wichtig, uns darauf zu besinnen, dass wir Stück für Stück lernen müssen, die Woche zu planen, weil wir haben nicht zu wenig Zeit. Wir packen falsch. Wir packen falsch. Probiert das wirklich, am Sonntagabend, spätestens am Montagmorgen die Woche zu planen. Das kostet ein bisschen Zeit, aber ich weiß, es funktioniert. Ich weiß das mit meiner vier Stunden Tage. Ich weiß das, ich muss da sehr gut planen. Die erste Falle also ist, diese dringenden Dinge des Tagesgeschäfts, die dürfen uns aber doch nicht kaputt machen. Das kann doch nicht wahr sein. Wir haben ein herrliches Ziel und es klappt nicht, weil wir falsch packen. Das darf doch nicht wahr sein. Ich habe an meiner Tür ein Nicht-Stören-Schild. Ich sage Ihnen auch nicht, aus welchem Hotel. Das ist bei mir zu Hause. Und wenn das an der Tür ist, darf da keiner rein. Und wir haben immer mal auch in der Firma einen neuen Mitarbeiter, der weiß das noch nicht. Und das ist für mich die Gelegenheit, alle anderen daran zu erinnern. Das ist der einzige Moment, an dem ich laut werde. Hast du mein Schild nicht gesehen? Da muss ich auch gleich lachen, mich entschuldigen, aber jeder hat das mal wieder dann gehört. Es darf nicht wahr sein, dass mich jemand stört, wenn ich gerade cluster. Ich meine das ernst. Wenn ich ein bisschen souveräner werde, habe ich das nicht mehr nötig, in dem Stadium bin ich noch nicht und vielleicht sind Sie da auch noch nicht. Dann verteidigen Sie es notfalls mit Aggression. Hier geht es um Ihr Lebensziel, meine Freunde. Das meint der andere ja nicht böse, aber Sie müssen ihm liebevoll helfen, dass er versteht, was Sie da gerade tun. Die zweite Falle ist Perfektionismus. Es ist wichtig, schnell zu starten und es ist genauso wichtig, am Ende loslassen zu können. Ich glaube, 80% aller talentierten Menschen scheitern daran, dass sie zu perfektionistisch sind. Pierre Bonnard wurde einmal im Louvre festgenommen, weil er mit einer Palette und einem Pinsel ein Bild rummalte. Das muss man sich mal vorstellen. Die Wächter kamen, packen ihn und er sagt, lass mich los, das ist mein Bild, es ist noch nicht fertig. Und der kluge Wächter hat gesagt, es ist fertig, sonst würde es nicht im Louvre hängen. Irgendwann mal ist fertig. Und das müssen wir dann auch einfach akzeptieren. Angst vor Fehlern, gut und schön, loslassen können, gut und schön. Wir müssen das alles trainieren. Niedriges Selbstbewusstsein will es uns dann festhalten lassen. Loslassen können. Tom Watson, Gründer von IBM, erfährt, dass einer seiner Angestellten einen Fehler begangen hat, der die Firma 10 Millionen Dollar kostet. Das war damals, es wären heute vielleicht 100 oder mehr Millionen. Dann wurde der Mann zu ihm geführt und er war sich ganz sicher, dass er entlassen wird und sagt das auch gleich. Und wissen Sie, was Tom Watson sagt? Sie entlassen? Nein, nicht nachdem ich gerade 10 Millionen Dollar in Sie investiert habe. Wenn wir das so sehen könnten, unsere Fehler als Investition. Der gleiche Watson gefragt, was muss ich tun, um in Ihrer Firma aufzusteigen, hat gesagt, verdoppeln Sie Ihre Fehlerquote. Ist das nicht toll? Was müssen Sie tun, um in Ihrem Leben aufzusteigen? Verdoppeln Sie Ihre Fehlerquote. Es ist besser, fehlerhaft zu beginnen, als perfekt zu zögern. Besser fehlerhaft beginnen, als perfekt zu zögern. Wenn wir schnell beginnen, wenn wir schnell Entscheidungen treffen, machen wir Fehler. Wir zahlen einen Preis für die schnellen Entscheidungen. Wir zahlen einen Preis für das schnelle Beginnen. Und dieser Preis sind Fehler. Aber wir zahlen einen viel größeren Preis mit Zinseszins, wenn wir aus Angst vor Fehlern nicht schnell beginnen.
weil wir dann kleine Opfer bleiben, an denen das Leben komplett vorbeigeht. Weil wir dann die Fähigkeit verlieren, Entscheidungen zu treffen. Die können wir nicht konservieren, diese Fähigkeit. Dritte Grund, der Menschen abhält, schnell zu beginnen, ist Aufschieberitis. Des Teufels liebstes Möbelstück, die lange Bank. Und das ist das Problem der meisten Menschen. Sie schieben die wichtigsten Dinge immer weiter auf. Und die wichtigsten Dinge für mich sind, wenn wir das Ziel haben, sich zu verpflichten und dann eine TAM zu beginnen, dass wir um Rat fragen, kopieren und die Basics lernen. Aufschieberitis, wir haben eine wichtige Medizin gegen Aufschieberitis. Wenn Sie sagen, ja, ich bin so einer, der neigt zu Aufschieberitis, dann ist das Verpflichtung. Die beste Medizin, ich glaube, die einzig wirksame neben einer guten Gewohnheit, ist eine ganz klare Verpflichtung. Das ist die Geschichte von dem Versandhaus. Ein Versandhaus, so stelle ich mir das Universum vor. Wenn ich etwas bestelle, dann bekomme ich es. Und dann wissen wir alle, wenn ich jetzt ein Versandhaus habe und schreibe denen, hör mal, schick mir doch mal was Schönes, was bekomme ich dann? Nix. Ich muss also wie sein? Präzise. Ich muss präzise sein. Das ist die Zielbestimmung. Ich muss ganz präzise sagen, dieses Ziel will ich und dann kriege ich das auch. Wenn ich nicht, und jetzt wird es ganz wichtig, eine widersprüchliche Bestellung abschicke, das machen nämlich die meisten Menschen, die sagen, hey, ich wäre gern reich. Ich frage ja immer in den Anfängerseminaren, früher als ich sie gemacht habe, Einsteigerseminaren zum Thema Geld, wer von euch wäre gerne reich? Alle melden sich und ich sage, es stimmt nicht. Es ist mindestens eine widersprüchliche Bestellung. Ihr wollt zwar reich sein, aber ihr wollt nicht sparen. Stimmt's? Wer will sparen? Wer will reich sein? Ja Leute, das geht nicht. Ich kann nicht reich sein wollen, aber nicht sparen wollen. Wo soll das Geld denn herkommen? Ich kann nicht hohe Renditen haben wollen, aber kein Risiko eingehen. Wo soll es denn herkommen? Ich kann nicht viel verdienen wollen, aber nicht hart arbeiten wollen. Wo soll es denn herkommen? Ich kann nicht sagen, hey, ich mache da ganz einfach stupide. Ich möchte zwar einen super glücklichen Berufsalter haben, aber so eine TAM, nö, das ist nichts für mich. Wo soll es denn herkommen? Das Universum schickt uns dann nichts. Das ist der Hauptgrund, warum die meisten Menschen nicht reich werden, obwohl sie es möchten. Widersprüchliche Bestellung. Widersprüchliche Bestellung. Wir brauchen eine genaue Bestellung, die nicht widersprüchlich ist. Und jetzt kommt das Entscheidende. Die Bestellung alleine hat Ihnen noch nie vom Versandhaus irgendwas gebracht. Sie mussten sie schon auch abschicken. Stimmt's? Selbst auf die Gefahr, dass ihr denkt, dass ich das Bild jetzt ein bisschen überstrapaziere. Wir müssen die abschicken, das tun wir, wenn wir uns verpflichten. Und jetzt ist die Frage, wieso das funktioniert. Ich habe meinen Coach gefragt, warum haben Sie damals, als wir dann schon per Du waren, warum hast du damals mich gezwungen zu dieser Verpflichtung gewissermaßen? Nach der ersten, ich habe dich nicht gezwungen, ich habe dich nur unter Druck gesetzt, aber du hast es selber gemacht. Und dann frage ich dich, Bodo, hättest du dich zu diesem Ziel verpflichtet, wenn ich dich nicht ein bisschen liebevoll in die Richtung gebracht hätte? Und ich musste sagen, nein, hätte ich nicht. So weit war ich nicht. Und deswegen, wenn wir Sie jetzt hier alle fünf ein bisschen pushen, sehen Sie es als liebevoll. Wenn Sie sagen, hey, ich habe die Botschaft jetzt verstanden, ich sollte mich verpflichten, ist jetzt gut? Nein, ist nicht gut, bis Sie es tun. Wenn Sie sagen, nee, definitiv, du hast dein Bestes gegeben, Bruder, aber ich will nicht, akzeptieren. Aber bis dahin möchte ich Sie pushen.